Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute geht's am Pocketbike weiter. Ihr seht, ich habe echt schon ein Riesenchaos fabriziert, so wie gerne mal. Ihr wisst ja, im Chaos schafft sich's am besten. Nein, Spaß beiseite, das ist unumgänglich. Du reißest auseinander, hier eine Schraube, dort Werkzeug. Ihr kennt's alle, ihr wisst genau, wie die Geschichte läuft. Ich habe jetzt im Laufe der Woche abends mal ganz gemütlich den RT-Motor schon mal fertig gemacht, also gefräst und angepasst, Kurbelwelle rein, neue Lager, Zylinder drauf und. Ich habe ein paar Sachen mit aufgenommen, das spiele ich euch gerade mal ein. Also mein Plan ist es jetzt, diese Fläche hier zu nehmen. Ich möchte mir jetzt hier eine Platte bauen, die hier nachher drauf verschraubt wird. Dann soll das im Prinzip so eine Art, wie soll man sagen, so ein A-Bügel ergeben, der später an diesem Punkt hier noch verschraubt wird, an der neuen Motorhälfte hier. Und dann soll mit gut Glück von hier eventuell ein Federbein nach hier vorne gehen. Ob ich das umsetzen kann, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich denke, dass ich maximal diesen Punkt hier hätte, der jetzt hier kaputt ist, oder auf der Seite diesen Punkt hier hätte, wo ich eine Schraube reinhauen könnte. Das wäre hier so eine Strebe rüber und dann hier nach vorne. Also ich fange jetzt einfach mal an, da was zu bauen. Und dann gucken wir mal, so, Freunde, wie ich das gebacken bekomme. Motor ist soweit vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, der Stage 6 RT ist drauf. Motor habe ich schon angepasst. Da kann ich euch mal kurz ein Foto reinblenden. So, hier haben wir jetzt das gute Stück. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze nicht maschinell bearbeitet, sondern einfach nur mit dem Dremel. Da habe ich diesen Aufsatz hier. Das funktioniert super, ist ein Luftdremel. Und wichtig ist es natürlich, wir haben hier die Adapterplatte von dem RT-Zylinder. Und diese Platte nehme ich natürlich als Vorlage. Wie ihr sehen könnt, wenn jetzt verschraubt ist, dann haben wir die richtige Größe. Und das heißt, der Zylinderfuß passt dann problemlos in den Motor hinein. Ja, also ihr seht schon, hier stehen wir natürlich an. Wir haben ja natürlich hier den Platz, wo der Adapter dran soll. Und so sieht das Ganze dann aus. Also so richtig ultra viel Mühe habe ich mir jetzt diesmal nicht gegeben beim Fräsen. Mir war einfach nur wichtig, dass der Zylinder einfach drauf geht. Und ja, das Chaos regiert die Welt, ne? Wissen wir das? Genau, also was ist jetzt der Plan? Ich habe jetzt erstmal vor, den Motor, so wie er ist, mit anderer Felge wieder einzuhängen, da wir ja immer noch das Problem haben mit der Federung. Wir wissen da noch nicht genau, wie wir das machen mit der Federung. Das heißt, jetzt alles zu zerlegen und hier schweißen, Knoten rein und all so Sachen, das mache ich später. Ich werde jetzt den Motor nochmal einhängen und werde dann versuchen, eine Lösung zu finden, wie ich das Fahrzeug gefedert bekomme oder es doch nicht gefedert bekomme. Genau. Auf dem anderen Blatt steht dann noch die Gabel. Die Gabel ist ja leider kaputt, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Das hier war eh nur, damit man das Ding irgendwie lenken kann, wenn man es hin oder her schiebt. Genau. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir hauen mal den Motor rein. Also Plan für jetzt ist auf jeden Fall, den Motor erstmal wieder zurück an seine Position, wo er hingehört. Hinterrad drauf. Da kommt jetzt anstatt die orangene Felge, wie sie vorher war, die kommt runter. Und es kommt jetzt diese Energy-Felge 3-Stern drauf. Natürlich geputzt, versteht sich, Freunde. Ich habe ja gerade zu Anfang des Videos noch erwähnt, dass die Gabel leider kaputt ist. Es ist mir damals nicht aufgefallen, als ich sie gekürzt habe. Ja, also im Prinzip sind die Holme ein bisschen verbogen. Scheint wohl irgendeine Unfallgabel zu sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist aber auch halb so wild. Das heißt, Motor rein. Gucken, dass wir das gescheit fixiert bekommen hinten.
Ich weiß es noch nicht, wie ich das mit dem Federbein machen soll. Alle Federbeine, die ich habe, sind zu lang. Aber ich zeige euch das gleich. Wir hängen jetzt den Motor ein. Naja, sind wir mal ehrlich, viel gehört nicht dazu, das Ding einzuhängen. So, dann spaxen wir auf jeden Fall mal das Hinterrad drauf und dann schauen wir weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber meine Nachbarn sind sehr aktiv, wie man hören kann. Deswegen ist die Luke jetzt nicht auf. Das heißt, meine Beleuchtung hier in der Werkstatt ist natürlich phänomenal schlecht. Aber wenn ich jetzt die Tür aufmache, glaube ich, bekommen wir zu viel mit von den Nachbarn. Deshalb muss das jetzt so funktionieren. Also im Normalfall sollte eigentlich bekannt sein, die Leute, die mich schon länger verfolgen, dass ich immer erstmal alles zusammenstecke. Das machen viele andere, sagen wir jetzt mal, Custom-Builder auch so. Erstmal alles zusammenstecken, bis es passt. Und dann wird zerlegt, alles schön sauber gemacht, gepulvert oder wie auch immer. Und dann ordentlich zusammengebaut. Ja, aber ich finde es jetzt schon mal geil, dass wir den Motor soweit schon mal haben, dass wirklich das Setup jetzt steht. Und man nachher wirklich weiß, okay, der Zylinder wird gefahren, der Vergaser wird gefahren, der Auspuff, diese Felge. Genau. Bremsanlage, müssen wir mal gucken. Gibt es halt bei Piaggio nicht viele Möglichkeiten für hinten. Genau, jetzt hatte ich eigentlich dieses Federbein hier im Sinn. Auf das hätte ich mega Bock gehabt, weil ich das eigentlich noch neu liegen habe und das war eigentlich für die RT-ZIP gedacht. Aber das Problem ist, dass egal wo ich das hier hinmachen will, finde da einfach keinen Platz. Ich hatte ja zu Anfang des Videos den Plan erklärt, dass ich hier drüben eine Platte hinmachen will, das hier verschrauben will und das Ganze dann nach oben geht und das Fahrzeug hinten einfach fix bleibt. Ich meine, wir müssen es mal so betrachten. Letzten Endes ist das Ding wirklich, was fährt man damit? Letzten Endes bauen wir jetzt das Ding, danach, wenn wir Glück haben, sieht es richtig geil aus, hat ein super cooles Setup, macht bestimmt ultra viel Lärm. Aber wirklich fahren? Und deswegen meine ich, wenn dann, okay, deswegen meine ich, wenn das Ding dann mal gefahren wird, dann fährt man das eher auf geraden Strecken oder sonst wie. Ja, einfach nur geradeaus oder, deswegen denke ich, werde ich es hinten starr machen, einfach fix und dann sollte das soweit passen. Ja, genau so wird es ablaufen. Ich bräuchte dann so ein klitzekleines Federbein und das würde mir hier jetzt auch überhaupt gar nicht gefallen. Und letzten Endes, man weiß ja nie, ob man im Nachhinein vielleicht nochmal was abändert.